Bist du auch schon gespannt, was heute abgeht? Denn heute machen wir mal etwas ganz anderes. Wir gehen ganz, ganz tief in den Horror rein, denn wir spielen Resident Evil 7 Biohazard, die DLCs in VR. Das ist echt nochmal was anderes in der Brille hier. Das muss ich echt sagen. Oh, sieht die fies aus in der Brille. Gut geschlafen? Ja, super, danke. Unsere Tochter macht dich wirklich sehr. Freut mich. Sie hätte dich gerne als großen Bruder. Ich hab schon einen Bruder. Oh, freu dich nicht zu früh. Ah. Mach noch keine Freudensprünge. Wenn du Teil dieser Familie sein willst, musst du essen wie diese Familie. Sieht so schlimm aus. Das riecht gut, nicht wahr? Ja. Iss das alles auf und werde einer von uns. Okay. Dann nehme ich dir die Dinge ab und du kannst spielen gehen. Danke. Aber du musst alles aufessen. Ja, okay. Oh, Alter, sie sieht. Oh, ich muss. Also. Die sieht sehr schlimm aus in Virtual Reality. Ich habe das Spiel. Ich habe das Hauptspiel schon mal. Ich habe das Hauptspiel schon mal nochmal gespielt. Das war schon schlimm, aber jetzt hier in VR ist das nochmal eine ganz andere Kiste. Hi. Das riecht gut, nicht wahr? Wow, das sieht köstlich aus. Ich esse das nicht oder ich habe keinen Hunger. Die Batterie des rechten Controllers ist fast leer. Das ist gut. Das sieht köstlich aus. Ich habe noch nie so was Tolles Wow, gesehen. das sieht köstlich aus. Wirklich. Ja. Sieht lecker aus. Oh, gut. Definitiv. Ich komme später wieder, um nach dir zu sehen. Warte, gibt's nichts anderes? Ach, halt doch die Schnauze. Nein, du brauchst gar nichts anderes. Jetzt ist dein verdammtes Essen. Fucking Donkey! Okay, Mama. Also es ist wirklich nochmal was anderes in VR. Das ist crazy. Ja. Ich muss etwas unternehmen. Ja, ist noch ein bisschen was, ne? Nee. Dann nehmen wir erstmal den Löffel. Was haltet ihr davon? Guten Löffel. Und mit dem Löffel machen wir das hier auf. Oder auch nicht. Wir nehmen den Löffel, Junge. Okay, dann. Gut. Ah, gut, guck mal, jetzt haben wir hier auch tatsächlich VR unsere Hände. Gut, dann entkommen wir doch mal hier aus dem hübschen Schlafzimmerchen. Da ist eine Art Schlüssel zu sehen. Und hier ist mein Mikrofon. Gut. Laterne. War ja auch letztens St. Martin. Das passt ja super gut. Ist das ein Schlüssel? Das ist ein Schlüssel, das siehst du gut. Der Sensenmann, Herz und die Laterne. Ja. Gut. Müssen wir wohl herausfinden. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Einem starken Ruck ließe sie sich vielleicht öffnen. Boah, der Text ist halt echt schnell, ne? Super. Kann ich mich irgendwie. Aha. Ja, gut, ist nichts drin, ne? Mal zu. Bewegt sich nicht. Vielleicht ist sie kaputt. Lass auf. Aha. Ein Feuerzeug. Damit können wir auf jeden Fall Feuer machen. Das ist schon mal. Ist ja schon mal was. Titelloses Gemälde C. Das sieht mir aus, als wär's am falschen Platz, du. Ne? Da. Super. Ich denke mal, wir sollten nicht durch diese Tür gehen. Sondern wahrscheinlich eher durch die Tür da hinten.
Ich glaube, wir können hier auch gar nicht durchgehen. Das ist gut. Okay, gehen wir auch nicht durch dann. Hier ist ein Schloss. Mal auf, mit dem Löffel würde ich jetzt einfach mal aufmachen. Boah, das ist aber auch... Jetzt stellt euch mal vor, ihr seid wirklich jetzt hier... Was ist denn da unterm Bett? Ihr seid wirklich hier und die... ne? Da. Also bei manchen von euch ist das auch bestimmt zu Hause so. Aber mein Arm macht schlapp, wenn ich die ganze Zeit so mache. Können wir die so? Gut, wir halten die Lampe so. Hier ist noch ein Gemälde. Gemälde B. Ah. Ah. Scheiße, ich fass das nicht an. Scheiße, ich auch nicht, okay. Was ist das? Das ist eine Ratte. Okay, danke. Ja gut, bleib halt da liegen. So, ah ja, was ist hier? Da ist eine Art Tür unter dem Bett. Aha. Interessant. Vielleicht können wir so entkommen, ne? Mach einfach alles kaputt. Kaputter Uhrzeiger. Können wir wieder dran machen? Sie können den Zeiger nicht wieder einsetzen. Okay, dann werde ich sie nicht weiter behelligen. Ja, ach ja, wir haben ein anderes Gemälde jetzt. So. Da fehlt halt noch ein drittes, ne? Ist das hier? Ne, hier war der Zettel drin. Unterm Bett. Das ist auch geil. Kann ich den Uhrzeiger hier reinstecken? Als Dietrich benutzen. Und da ist ein Gemälde. Gemälde A. Das okay. Das ist nicht gut. Nix. Gar nix. Ich habe nichts getan. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was soll ich denn jetzt machen? Sie darf nicht sehen, dass ich aus dem Bett war. Ja, okay, das ist natürlich doof jetzt, ne? Das war da. Kann ich sprinten? Oh, welches war denn jetzt da? Was zur Hölle ist das für ein Lärm? Das kann ich nicht verwenden. War das denn gar nicht da? Das ist das falsche Gemälde. Das war da. Ah, die Schublade geht doch nicht zu! Nein, mach. Nein! Ja, das ist jetzt, schlecht, ne? Kann ich ins Bett? Ich kann ins Bett, das ist gut. Auf Margaret warten, aufstehen. So. Scheiße, diese Schublade. Hi. Sehr leckeres Essen. Äußerst. Moment mal. Ja. Was ist los? Oh, die Schublade hat sich nicht von selbst geöffnet. Doch. Was hast du davon? Nein. Ich benehme mich. Okay. Das ist eklig. Hab ich verloren? Bin ich tot? Du solltest dich jetzt besser benehmen! Okay, ich habe auf jeden Fall Blut auf der Linse. Das war's? Die Schublade ist wieder zu. Ja, was soll ich denn machen? Ja komm, mach hier auf. Ja, okay. Wir müssen also wahrscheinlich immer hier drauf achten, dass hier alles genauso ist, wie es war. Die Schublade ist jetzt zu. Lassen wir dir halt zu. Okay. Da, das. Ja gut. Nähnadel. Das war's? Nähnadel.
Ein Utensil zum Nähen. Es würde wohl keine so gute Waffe abgeben. Kann ich das irgendwie mir angucken? Aha, hier. Das ist in der... Ach, da! Ha, ha. Sieht doch aus wie ein Uhrzeiger, ne? Das sieht doch aus wie ein Uhrzeiger, du. Sollte ich vorher die Gemälde wieder zurücktun, ist die Frage. Okay, die Notiz hat gesagt, die Uhrzeit wie alle anderen Uhren. Das erkennt man jetzt ja nicht so toll, ne? Aber das müsste 6:55 sein. Weiter. 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 Nee? Am besten Willen, aber ich erkenne das nicht. Also hier ist der große Zeiger bei der 5. Und da ist noch so ein Stück vom anderen Zeiger, das ist auf der 6. Also 6:25 Uhr. Nee, ich kann immer nur Viertelstunden einstellen. Deswegen dachte ich jetzt vielleicht so. Dieselbe Zeit wie alle anderen Huren. Vielleicht hat er sich verschrieben. Dieselbe Zeit wie alle Huren. Ja, sonst hätte ich jetzt gesagt, dann ist das halt. Aber da oben ist ja auch irgendwas noch dran. Ist vielleicht 5? 5 Uhr? Ah, halt die Schnauze! Mist. Wer macht diesen Lärm? Ich mach ihn. Nein, hör auf zu lesen. Mach das bitte zu. Was ist das denn? Zuerst gewährte der Tod dem Mann aus dem Westen Dunkelheit. Während seiner Reise gab der Mann sein Fleisch den vier Tieren der Erde. Und als er den Osten erreichte, wurde er von brennender Freude schwarz verkohlt. Kannst du das aufheben oder sieht die das nicht? Weil sonst haben wir doch... Nein, die Tür ist noch auf. Ja, den Uhrzeiger wird die ja wohl nicht sehen. Bist du das wieder, Lücke? Ich sag's dir immer, Junge, nicht so laut. Ja, da ist jetzt der Zettel, aber ich konnte ihn jetzt auch nicht aufheben. Das ist ein bisschen doof jetzt, ne? Schubladen sind zu. Das Gemälde hängt da. Die Tür ist zu. Da kann ich ja nichts dran machen an Uhrzeiger, also warten wir auf die gute Dame. Würde ich behaupten. Ne, Leute? Hi. Oh, da ist noch mehr Essen dabei. Hallo. Mmh, riecht das nicht einfach himmlisch? Ja, total. Ich hab's extra für dich gemacht. Dankeschön. Das ist aber so eine Gabel sogar. Was denn? War jemand hier drin? Nein, warum? Wie kommst du darauf? Hier ist doch... Oh, irgendwas stimmt. Die Laterne gehört mir. Sie gehört mir. Du dreckiger kleiner Lügner. Nein, du bist immer... Nein, nein. Ich hab nichts getan. Entschuldigen Sie, das ist ekelhaft. Oh, Scheiße, Leute. Bin ich tot? Bin ich tot? Bin ich gestorben? Mach mich nicht noch wütender! Hab ich den nicht aufgehangen? Scheiße. Jetzt habe ich aber richtig hier blutrot alles. Okay, Kocher, Gabel. Nehmen wir jetzt erstmal die Gabel mit, ne? Ach, guck mal. Da ist eine Schlange drauf. Ausgemacht ist vom Feinsten. Ja, lecker, du. Das ist ja mega lecker. Was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Kocher. Warum bringt die mir den mit? Das ist selber schuld da. Ach, das kriegst du ja nicht auf, ne? Okay, wir haben jetzt eine Gabel. Ach ja, nee, nimm den Löffel natürlich.
Sag du. So. Jetzt entkommen wir aber hier. Nehmen wir die Lampe mit. Okay. Ja, der Zettel. Löffel, Gabel, untersuchen. Das ist eine Schlange, ne? Ah, ist auf dem Löffel was drauf gewesen? Aha. Ach! Das sind doch hier von dem Schloss. Okay, Apfel, Schlange. Das letzte Wasser? Weiß nicht. Okay, was war hier? Zuerst gewährte der Tod dem Mann aus dem Westen Dunkelheit. Während seiner Reise gab der Mann sein Fleisch den vier Tieren der Erde. Und als er den Osten erreichte, wurde er vor brennender Freude schwarz verkohlt. Schwarz verkohlt? Erinnert mich an den Mann hier. Weil er brennt. Was war auf dem anderen Gemälde? Zeigt ein Mann, dessen Augen vom Schnitter gestohlen wurden. Ich muss immer darauf achten, ein bisschen, dass ich gerade auch zur Kamera bin. Ne? Hier ist der Tisch, das heißt, hier müsste die Kamera sein und hier irgendwo ist das Mikrofon. Okay, der hat keine Augen. Zuerst gewährte der Tod dem Mann aus dem Westen Dunkelheit, weil er ihm die Augen nahm. Dann ist hier mit den Tieren, okay. Und dann wurde er verbrannt. Das heißt, er wurde verbrannt. Dunkelheit. Na, irgendwas mit Tieren war da, ne? So. Ach, hier, was ist das? Das ist das Ahornblatt oder was das ist? Habt ihr das gehört? Okay, also haben wir Schlange, Apfel, Ahornblatt. Oder Blatt halt einfach. Okay, dann tun wir die Bilder schon mal alle wieder so, wie die waren. Weil wir nämlich nicht möchten, dass die gute Margarete hier scheißen Dreck macht. Ne, hier war das. Das war hier. Okay. Dann haben wir Apfel, Schlange. Ist das das Blatt? Ja, ne? Gut, in welcher Reihenfolge jetzt halt, ne? Blatt, Schlange, Apfel. Nein. Schlange. Blattapfel. Haha. Schlange, Blattapfel. Okay. Ist natürlich die Frage, sieht die nachher das Schloss hiervon? Die Tür geht ja gar nicht zu. Ja, das ist, das ist gut. Das ist super. Ah, sie geht automatisch zu. Okay, warum sollte ich die Lampe nach hier hängen? Das ist ja bescheuert. Gabel? Ja. Ey, das ist ja super gut, sind wir hier unterwegs, ne? Was ist hier? Festbrennstoff. Okay. Ist ein Projektor. Medusa und die Schlange. Hier ist der Schlüssel. Ach! Das ist bestimmt der Schlüssel hier für unterm Bett die Tür, ne? Kann ich damit dann irgendwas machen? Es ist mit einem Klebeband gesichert, das mit der Hand nicht entfernt werden kann. Ja, dann, ja, sollst du das nicht mit der Hand machen, sollst du bitte mit dem Löffel oder so machen. Kombinieren, benutzen. Kombinieren kann man auch noch, ja. Na, guck mal, können wir das denn kombinieren mit dem Brenner?
Ja, und dann den Brenner mit dem Feuerzeug. Aber warum soll ich irgendwas verbrennen? Was? Mit einem Knochen an der Wand festgemacht. Ja, gut. Mit einem Knochen an der Wand festgemacht. Wieso rennst du nicht weg? Ich kann nicht lesen. Warum sollte ich Feuer machen? Wieso sollte ich hier Feuer machen? Warum sollte ich... Um das Haus abzufackeln vielleicht. Das wäre meine Option. Aber hier ist auch schon Feuer. Um das Essen zu erwärmen? Um das essbar zu machen, weil der Hunger hat? Ja, komische Geräusche hier. Oder... Ah, Momentchen mal. Zack, du. So nämlich. Oh yeah. Nein. Was ist denn so gut? Ich werde hier noch verrückt. Och, Leute. Nimm bitte den Brenner. Das fucking Gemälde stellst du bitte Zurück. dahin. So. Hier ist alles Kokoloko. Das ist alles zu. Die Lampe kommt nach da. Und ab hier rein. Gemälde ist gut, Uhr ist gut, da ist Macht gut. das keinen Spaß, verdammt! Ja. Ja, das Schloss ist halt nicht dran, aber da kann ich ja nichts ändern. Ich hab das Schloss halt nicht, ne? So. Dann chillen wir jetzt hier. Na? Was denn? Moment mal! Was denn? Naja, alles scheint an seinem Platz zu sein. Ja, richtig. Warum bist du bloß so stur? Ja, hast du Du isst Salz? besser oder ich stopfe es dir in den Rachen. Okay, ciao. Ich weiß nicht, wo die Kamera ist, aber ja, Mann. Ja, Mann. Kommen der Sache doch näher. So. Guck jetzt hier. Nee, das ist das falsche Gemälde. So. Aber was soll ich jetzt mit dem Korkenzieher? Das ist die nächste Frage. Nützlich, um Weinkorken zu ziehen. Ja, danke dafür. Mein Knochen an der Wand festgemacht. Da habe ich mir schon fast gedacht. Das habe ich mir schon fast gedacht, du, aber. Kriege ich damit das Ding hier auf? Nee. Ist das ein Weinkorken? Ha. Oh yeah. Jetzt habe ich den Haken mitgenommen. Aha, okay, ja, gut. Da ist noch eine tote Ratte da oben. Ein Staubsauger. Der wurde hier anscheinend nicht benutzt. Der weiß ich jetzt nicht, ne? Das kriege ich nicht auf. Ist an einem anderen Haken irgendwas Besonderes? Nee, nee. Habe ich auch eben Knochen gesagt? Ich habe Korken steht da, ich sag Knochen. Ja, was soll ich mit den Laternen haken, ne? Eine etwas seltsame Form. Dann kriege ich jetzt auch nie wieder hier dran wahrscheinlich, ne? Das war ja super schlau auch. Boah, ich bin es. Kriege ich die Laterne nie wieder da dran. Ja, gut, aber was bringen mir halt die Haken, ne? Was soll ich denn mit den Haken machen? Freunde der Nacht. Ich muss irgendwie das Tape hier abbekommen. Aber ich kann nichts damit kombinieren, irgendwie.
Ach, die beiden Haken kombinieren? Eisenstatuette. Ein komisches Objekt, das durch das Zusammenfügen von zwei Laternenhaken entstanden ist. Okay. Das hilft mir jetzt halt auch nicht weiter. Marguerite war schon wieder auf dem Kriegsfahrt. Wenn sie nur rumschreit, kann ich mit ihr klarkommen. Aber wenn sie ganz still wird, dann muss man aufpassen. Wenn sie an den Punkt gelangt ist, reicht das kleinste Wort aus, um sie auf die Palme zu bringen. Da kann man nichts tun, außer abzuwarten. Gottverdammte Zoe. Marguerite hat sie lediglich angeschrien und dann kommt Zoe und richtet ein Messer auf sie. Hat es einfach unter der Kommode hervorgezogen. Wer weiß, wo sie die sonst noch so versteckt. Ich sollte besser hinter allem im Haus nachsehen, nur für den Fall. Was soll ich nur mit dem Mädchen machen, als würde sie eine liebende Familie gar nicht wertschätzen. Hinter der Kommode. Nee. Ist auch keine Kommode. Ist ein Schrank. Hinter der Kommode. Kommode! Hier ist nix. Oh yeah. Sada, Bruder! Messer. Können wir die nicht einfach stechen? So. Messer. Hier aufmachen. Da, Messer. Ein großes Klappmesser. Jawoll. Tun wir die Lampe da rein am besten, ne? Ah, okay. Okay, jetzt werden hier so Spielchen gemacht. So Lichtspielchen. Aber das ist falsch, das muss weiter nach vorne. Ach, guck mal, da haben wir schon mal das Rätselslösung haben wir schon mal ein bisschen übersprungen hier. Nee. Ah. Ja. Ja. Ist doch gut so. Okay. Aha. Stark. Und hier. Ah. Aha. Nicht? Das passt doch super. Oder wir müssen halt die Gabel nehmen, ne? Aha. Aha. Geil. Und es geht auf. Der Schlangenschlüssel. Platzi, wo bist du? Bist du da drin? Schnell, schnell! Denk nach! Abstechen! Kann ich das in die Hand nehmen? Ich weiß nicht, wie die Steuerung geht. Nach oben. Ja, was ist denn hier nach oben? Ich habe einen Touch-Controller. Oh, nee, ne? Oh, Leute. Nach oben. Ja, bitte, benutzen. Ich habe irgendwas gelesen. Man muss irgendwas drücken, dann geht das Menü auf. Hä? Was war das? Och, Leute, nee, ne? Bitte benutze Messer. Oder geht das nicht? Da muss ich. Ausgerüstetes Objekt wechseln. Ja, ich hab kein Steuerkreuz. Bro. Da! Da war doch. Ja. Ha! Bitch! Entsteht! Stechst du doch ab! Stechst du doch ab! Ja.
Ja, okay, dann. Ja, ja. Alles gut. Wo ist der Schlüssel? Schlangenschlüssel. Ja. Ja, ja, tschüss. Und weg hier. Leute. Hä? Ja, wir brauchen es geschafft. Oh. Mein lieber Scholli, du. Oi, 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 oi. Okay. War ein bisschen creepy. Boah, meine... Alter. Alter. War ein bisschen mehr Psycho-Horror als jetzt so auf Jumpscare und so. Aber das kommt auch noch bestimmt. Von daher, wenn ihr mehr davon sehen wollt, gebt dem Video ein Like, abonniert den Kanal und seid bereit, wenn es wieder heißt, Raziel ist in VR in komischen Häusern unterwegs und zerstört sein Gesicht komplett. Ich hoffe, mein hübsches Gesicht wird das wieder gerade biegen. Aber bis dahin, schönen Abend. Man hört sich und sieht sich. Und alles Mögliche. Ciao.